Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, in der letzten Mission haben wir ja die Atreides und Defremen ganz schön platt gemacht hier in dem Bereich, ne? Und jetzt geht's zum ersten Mal gegen Ordos, Leute. Nein, ich hoffe, die haben noch keine Deviatoren in der fünften Mission. Das wäre scheiße. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an. Siehst du diese Tür, Fremen? Dahinter wartet der Baron auf dich. Hab keine Angst, er wird dich nur töten. Du bist nicht sein Typ. Und jetzt? Sag mir, was ich wissen will, na los. Du stinkst wie eine Leiche. Ich bin eine Leiche und du wirst auch eine sein, sehr bald schon. Baron, euer Dinner! Der Imperator hat die Karten auf den Tisch gelegt. Linienschiffe der Gilden kreisen im Orbit um Arrakis mit Legionen der Sadukar-Terrortruppen und ihrem hinterhältigen Anführer selber. Shaddam der Vierte, der Padischa-Imperator. Also, kämpfen die Sadukar an der Seite der Ordos, könnten sie uns besiegen. Wie auch immer, solange die Ordos nicht unseren letzten intakten Radarposten vernichtet haben, können die Linienschiffe nicht ungesehen landen. Beschütze also unseren Radarposten und verhindere, dass die Linienschiffe landen. Dann kümmern wir uns um die Ordos. Alter Schwede, Freunde. Die Harkonnen sind auch ein lustiges Haus, auf jeden Fall. Lösche die Ordos aus, Leute. Ach, das heißt, die Sadokas sind wieder nicht auf unserer Seite. Das ist so schade, Mensch. Naja, auf jeden Fall, wir sollen wir die Ordos platt machen und einen Außenposten beschützen. Okay, geil, wir kriegen die Raketenpanzer. Jetzt kommen langsam die größeren Sachen. Hier Flugzeuge kriegen wir. Die Hightech-Fabrik, Geschütztürme, Forschungszentrum. Perfekt, Leute. Ja, korrekt. Dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an hier. Oh, okay. Hier sind so zwei Sachen. Schützen Sie den Außenposten vor Angriffen. Okay. Hier sind so zwei Stützpunkte. Okay, krass. Krass, Leute. So. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an hier. Ja, wie wir in der Cutscene gesehen haben, der Typ da, der ist schon nicht ohne, ne? Also einfach mal so. Sehr gut, Verstärkung. Einfach mal so das Lebenselixier, glaube ich, einfach mal so aus dem Herz gerissen. Abwurf durch gegnerischen. Ja, immer wenn wir Verstärkung kriegen, kriegt der Gegner auch Verstärkung. Das ist immer so, Leute. Das ist immer so. So, was hat er denn hier noch? Naja, egal. So, alles klar. Nee, es war kurz mein Handy. Gut, ja. Noch mehr Verstärkung. Das heißt, da kommt gleich ein heftiger Angriff. Ziehen wir die Manneken runter, bitte. Ich glaube, wir müssen eher auf die Radarzentrale da gehen, ne? Dass wir das hier beschützen, auf jeden Fall. Noch mehr Verstärkung. Da kommen aber auf jeden Fall Ordos-Truppen. Ah, seht ihr? Ach du Kacke! Da kommen Minigun. Nein, Leute. Hört auf! Bitte was? Bitte was? Ach du Kacke! Hört mal auf! Holy shit! Viele Minigun! Die machen den kaputt. Ich muss den Spielstand laden. Habe ich das jetzt hier schon mal gespeichert? Aus Atreides Nein, und habe aus ich nicht. Okay, Akkolon haben egal, wir Leute. getauscht. Gut. Dann überspringe ich jetzt einfach die Cutscene. Verdammt nochmal. Dann muss ich echt hier diesen einen Panzer hier runterziehen, ne? Krass. Heftig, wie viele Mannequins da kommen, Leute. Heftig, ja. Krass. Okay. Ja, dann ziehen wir den Panzer darunter einfach. Das ist heftig. Okay, wisst ihr was? Ich baue aber auch vorsichtshalber. Ich habe ja 6000 Spice hier. Ich baue vorsichtshalber hier unten noch eine Kaserne hin.
Einfach mal so, um einfach mal ein paar Verstärkungen mehr zu haben. So, dann bau direkt die Kaserne und dann direkt gleich verteidigen. Genau. Abwurch durch die gegnerischen Carrier geortet. Was war das denn gerade? Kam auf einmal 50 Manniken an. Oh Mann. Genau. Nee, du kannst dich mal hier hinstellen. Ich brauch dich gleich fürs Plattfahren. Du kannst auch mal ein bisschen scouten. So, dann grade das ab. Neue Bauaktion. Genau. So, da kriege ich erstmal meine nächsten Verstärkung. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon, Leute. Schaffe ich das mit dem einen Panzer? Wow, die Wüstentruppen, die sind so heftig, Leute, wirklich. Aber das scheine ich zu schaffen. Moment. Moment, das scheine ich jetzt aber zu schaffen, ne? Gut, dann gehen wir das Mannequin und gegen die Wüstentruppen einfach. Weil die Mannequin hier, die machen keinen, nicht so viel Schaden. Ich muss unbedingt auf die Wüstentruppen, Leute. Jetzt hängt's davon ab. Warum reparierst du denn nicht? Oh, Leute. Das kann doch jetzt nicht sein. Verdammt. Ich muss jetzt schon wieder laden. Das kann jetzt nicht sein. Alter Schwede, was soll das denn? Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn schaffen? Okay, krass. Lass den Außenposten in Ruhe. Verdammt nochmal. Reparier das doch. Das schaffe ich wieder nicht, ne? Was? Kommt mal hier hin, bitte. Verdammt nochmal. Boah, Leute. Ey, was war das denn? Das haben wir geschafft. Boah, das haben wir geschafft. Krass. Da sind... Oh, Leute. Hört doch auf. Ich wette, die versuchen, einen platt zu fahren. Ja. Aber du kannst mich nicht platt fahren hier mit denen. Oh, Gottes Willen, ey. Was war das denn? Das war knapp, Leute. Das war richtig knapp. Okay. Halleluja. So, dann fahr doch da drauf. Was ist denn daran so schwer? So. Gut, dann. Zack. Ja, wenn es nur Mannequin sind, ne, das ist ja kein Problem. So. Gut. Boah, der ist fast wieder, der ist fast kaputt gegangen und da wäre die Mission schon wieder hops gewesen, ey. Mann. So, speichern direkt. Mission 5, Leute. Ja, Ort gegen Orders Missionen, das sind immer scheiße, Leute. Mann. Aber wir haben es wieder geschafft. Wir sind mal wieder siegreich hier. Und jetzt können wir uns, glaube ich, mal ein bisschen auf die... auf den Basisbau hier konzentrieren und... Genau, dann bauen wir bitte den Turm nach da unten. So. Bereit. Jawohl. So. Düstere Musik. So, du sammelst schön, ne? Genau. Leute. Erkunden mache ich erstmal nicht. Habe ich auch keine passenden Einheiten für, um ehrlich zu sein. Ich will keinen Stress machen. Und deshalb, ja, bleibe ich erstmal hier in dem Bereich. Und wir sollten nur das Ding beschützen, alles klar. Das haben wir jetzt beschützt. Und somit können wir uns dann jetzt auf die Basisbau konzentrieren hier. Was kommt denn da schon wieder? Verdammt nochmal. Mach die kaputt hier, los. So, puff. Sehr gut. Okay, Leute, dann... Timer läuft. 20 Minuten noch ungefähr. Und ja, dann würde ich sagen, baue ich mal weitere Türme hier unten hin, ne? Genau, wir haben ja erstmal nur
die normalen Geschütztürme, aber die sind doch auch schon mal ganz gut, um hier ein bisschen was fernzuhalten. Okay, das war ich aber nicht, ne? Nee. Okay, gut. Dann erkunde halt ein bisschen den Bereich von dem Spice, weil ich möchte wissen, wann die Würmer hier kommen. So, Leute. Gut, dann würde ich sagen, stelle ich mal 5 Wüstentruppen da ab. Einfach mal so, falls ein Panzer kommt, dann können die den nämlich schön abballern. Und der Panzer kann die nicht plattfahren. Weil die Gefahr gibt's hier, Freunde. Wisst ihr, was ich glaube? Ich baue noch ein paar Türmchen hier unten hin. Und dann ziehe ich die mal zur Verteidigung hier oben ab. So, weil ich glaube, habe jetzt 4 Türme. Da kommen noch 2 Stück dazu. Das wird reichen. Verkauf die Mauern nochmal schön. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder dabei seid. Hier habt ihr schon den ersten Fail eben gesehen. Und ja. Gut, die kommen hier unten hin. Ach du Kacke, was ist das denn alles? So. Ja dann, das ist okay. Was zum... Okay, der will hier hoch. Ja gut, dann das kann er gerne machen. Ich habe jetzt hier verteidigt, Junge. Kein Problem mehr. So. Dann haben wir das schon mal geschafft. Sehr gut. Baue ich jetzt hier unten den 6. Turm hin. Und hier oben dann jetzt die nächste Raffinerie. Genau, Leute. Damit ich bloß keine Geldprobleme hier kriege, weil das ist immer nervig, Leute. Geldprobleme sind immer nervig. So, alles klar. Dann stelle ich die mal da ab. Den anderen Manneken. Meine Wüstentruppenarmee hier. So. Die können nämlich. Die sind nämlich echt sehr effektiv gegen Panzer. Sehr effektiv. So. Einfach OP gegen Panzer, ja. Und ja, dann die nächste Raffinerie. Sehr schön, Leute. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen, speichere ich das nochmal. Dass wir uns jetzt hier so ein kleines Standbein aufgebaut haben. Und ja. Abwurf durch gegnerischen Carry-All geortet. Ja, wo denn? Ich sehe nichts. Ja, gut. Ja, ich sehe es nicht. Schade. Aber ist okay, ich habe hier genug. Aha, seht ihr, das sind 2 Kampfpanzer. Da stehen die 5 Wüstentruppen und die sind direkt kaputt. Schaut mal drauf da. So. Die sind direkt kaputt. Und zack. So schnell gehen die Panzer kaputt, Leute. Das ist so easy mit den Dingern. Wirklich. Das ist einfach so krass. Warum sammelst du wieder so weit weg? Das kann doch nicht wahr sein. So. Jetzt kommt die nächste Energie. Und jawohl, 2 Sammler. Sehr gut. Und jupp. Wie geht's euch so? Mir geht's mittlerweile wieder ein bisschen besser. Ja, Dune 2000 zu spielen hebt einfach die Laune. Das ist einfach so. So. Vor allem mit dieser geilen Mucke im Hintergrund. Ja. Kein Geld mehr. Das übliche Problem. Genau deswegen habe ich schon 2 Sammler gebaut. Genau deswegen, Leute. So. Kann ich jetzt die hier nochmal ein bisschen gruppieren? Ich stell die mal da ab. Weil falls hier wieder ein paar Kampfpanzer angeschissen kommen, ne? Gut, Leute. Radarzentrale habe ich schon, netterweise. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt die kleine Panzerfabrik hier einfach hin. So. Jo, und dann hoffe ich mal, dass euch das hier weiterhin gefällt. Also ich habe hier meinen Spaß hier. Man weiß halt nie, ne, wie es ankommt beim Publikum. Aber ich glaube, ich habe hier schon 1, 2, 3 Leute, denen Dune 2000 gefällt. Und das freut mich doch verdammt riesig, ja. Das freut mich verdammt viel. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Naja,
Ist ein Würmchen. Mal ein bisschen abwarten. Ja, ist okay. Der soll abhauen. Okay. Ja, der ist direkt kaputt. Genau. Direkt kaputt. So. Da kommen die nächsten. Und tschüss. Ja, das kannst du machen. Ist kein Problem. Raider gegen Panzer ist kein Problem. So, dann. Schlechte Idee, mein Freund. Schlechte Idee. So. Und die Sammler können dann mal hier sammeln. So, Leute. Upgraden. Und dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt hier unten gleich die, die Hightech-Fabrik erstmal hin. Genau, die Hightech-Fabrik, Leute. So. Würde ich mal sagen, baue ich dafür erstmal gleich Betonplatten, klar. Und ja. Genau, neue Bauoption. Sehr schön. Gut. Wenn die Angriffe in diesem Rahmen bleiben, geht's ja noch, ne? Dann geht's ja echt noch. Dann kann ich mich vielleicht mal sogar in Ruhe aufbauen, hä? Was soll das denn? Kann ich mich echt mal in Ruhe aufbauen? Das wäre krass, Leute. So. Ah, die kann ich noch gar nicht bauen, die Hightech-Fabrik. Verdammt! Ich muss erstmal hier die schwere Waffenfabrik noch bauen. Ah, okay, ich verstehe schon, ja. Ich mache das einfach so. Ich baue einfach zwei schwere Waffenfabriken, weil die kleinen Panzer, die werde ich jetzt erstmal nicht mehr bauen. Wir haben jetzt hier schon die größeren Geschütze. Mit Raketenpanzer und allem. Der ist so kackendreist, ne? Der fährt einfach hier rein. Der versucht's einfach. Ja, so, das kann man natürlich auch mal machen, ne? Ist klar. So. Aber das bringt dir nichts, Junge. Das bringt dir nichts, wenn du hier nur mit einem Panzer ankommst. Da musst du schon ein bisschen früher aufstehen, Junge. So. Dann schwere Waffenfabrik. Zack. Die Kohle sammelt sich auch ein bisschen an. Das finde ich sehr gut. Weil. Boah, die ganze Zeit die Würmer hier, ey. Die machen mir so eine Angst. Weil nichts nervt mehr hier als Geldprobleme. Wirklich, Leute. Vor allem in Dune 2000. Und der kann noch nicht mal schießen. Sehr gut. Cool. Ja, na dann. Kann ich mal einen Trike bauen, würde ich mal sagen. Und dann kann ich mal langsam an ein bisschen Aufklärung denken. Solange wie wir jetzt hier vor uns hinbauen. Was macht denn der Sammler da? Ja, der kommt hier nicht mehr durch. Das ist das. Der kommt hier nicht mehr durch. Okay, dann stell den Panzer mal hier ab. So, dann kann der hier durchfahren. Genau. So, mein Trike ist fertig. Und dann kann ich mit dem mal ein bisschen erkunden. So. Genau, Leute. Schwere Waffenfabrik ist auch fertig und keine Energie. Energie. Ja, ist ja gut. Ich weiß, dass ich so wenig Energie habe. Immer die Energie, ey. Das nervt. Bauen wir hier noch ein Kraftwerk hin. So. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, upgraden. Ausgebaut, sehr gut. Und dann brauche ich gleich dringend die Energie, ne? So. Wie viel ist es denn so wenig? 4%. Ja, das ist schon einiges eigentlich. 4%, ja. Gut, Leute. Dann geht unsere große Erkundungstour auf ein neues Los. So. Alles klar, Leute. Ja, was macht ihr so? Oh, hier unten ist schon eine. Oh, das Basis, okay, ich verstehe. Hm? Was macht ihr so? Ja, ich habe dieses Wochenende nicht viel geplant. Weil ja im Moment auch so ein bisschen so Eigenquarantäne angesagt ist, ne? Und deshalb. Ja. Hä? Wo bleibt das X-Forschungszentrum und die. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum? Mir wurde doch gesagt, ich kann das X-Forschungszentrum bauen. Hä? Muss ich die Werkstatt.
Zuerst bauen? Das glaube ich jetzt nicht. Hä? Warum? Warum kann ich die Sachen nicht bauen? Hä? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich könnte hier X-Forschungszentrum bauen. Muss ich dafür echt erst die Werkstatt bauen? Das wäre krass. Weil bei den Atreides war das, glaube ich, nicht so, oder? Ja gut, dann bauen wir erstmal die Werkstatt. Ist ja auch okay. Gut. Hier unten ist die Ordos-Basis, Freunde. Oder zumindest ein kleiner Vorposten. Abwurf durch gegnerischen Carry-All. Okay, da kommt wieder irgendwo was angeschissen. Oh Mann, Leute. Wo denn? Ah, wieder die zwei Kampfpanzer. Okay. Will ich auf den Sammler? Ja, ja, ist okay, komm. Dann fahr nach Hause. Ist okay. Spice-Sammler wird angegriffen. Hä? Was zum... Leute? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warum habe ich die Option nicht? Genau so. Zack. Weg damit. Ja, dann... So, dann... Seht ihr das? Der versucht dann nämlich platt zu fahren. Warum kann ich das... Ich check's nicht. Ich check's gerade echt nicht. Warum kann ich hier nichts mehr hinbauen? Oh nein. Lass doch meine Wüstentruppen in Ruhe. Verdammt nochmal. Nicht meine Wüstentruppen. Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Warum kann ich keine... Ich hab doch einen... veränderter Außenposten. Okay. Ah, da muss ich erst einen Außenposten bauen. Okay. Ich dachte, das zählt. Veränderter Außenposten. Okay. Ah, was hat denn der schon wieder gemacht hier? Ich hab das mal gesehen. 1 gegen 1 und der Raider. Alter, lass doch mal meine Wüstentruppen in Ruhe. Mann. Ich weiß, dass sie dich nerven, aber die kannst du doch dafür stehen lassen. So. Ja, da habe ich aber jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr so einen großen Platz für, ne? Für noch ein Dings. Radar. Weil ich würde ganz gerne eine zweite Waffenfabrik bauen. Nee, das passt nicht. Ah, das ist doof, Leute. Wisst ihr was? Ich klatsche das einfach da unten hin. So, das muss doch erstmal reichen. Vom Platz her. Ja gut, dann muss ich trotzdem noch das hier, Radar hier bauen. Okay, schade. Ich dachte, das reicht. Dass das da schon steht, aber gut. Veränderter Außenposten. Aha. Sehr interessant, Freunde. Noch nie gesehen. Naja. Okay, dann... Dann machen wir das halt. Hier haben wir die Kohle erstmal. Gut, dann noch weiter Panzer. So, Trike. Abmarsch hier hin. Los. Die Mucke passt gerade so geil. So. Nein. Okay, gut. Alles klar. Ich dachte, er wollte wieder irgendeine Runde drehen hier. Ja, dann bau das mal hier hin. Oh Mann, Leute. So wenig Energie. Ja, die Energie, die nervt. So, gut. Dann fahren wir hier runter. Und dann kümmere ich mich mal wieder um Energie, ne? Wie oft, wie so oft auch. Gut. Weiter Kampfpanzer. Los. Dann sollte ich danach aber wirklich... Ja, X-Forschungszentrum Hightech-Fabrik. Alles klar, Leute. Gut. Dann können wir das ja jetzt... Können wir jetzt endlich die Sachen mal bauen. So. Alles klar. Ich finde es aber auch interessant, dass wir hier so eine aufgeteilte Basis haben. Ne? Also hier und hier. Richtig cool. So. Hier ist so eine kleine Ordos-Basis, aber hier ist... Oh, zwei Kampfpanzer, okay.
Wow, das ist befestigt, Freund. Das ist befestigt. Heftig. Na gut. Einheit verloren. Gut, dann weißt du was, Sammler? Wenn du damit fertig bist, kannst du hier sammeln. Genau. Und dann Energie. So. Ja, das passt. Okay, Leute. Noch 3,5 Minuten. Das reicht, glaube ich, noch, um die Gebäude fertig zu bauen. Und dann muss ich auch erstmal Schluss machen. Genau. Ja, hier und die Basis ist easy. Kriegen wir einfach platt. So. 3 Kampfpanzer haben wir schon mal. Bau nochmal einen Trike zur Erkundung. Speichern, Leute. Und, ja. Hoffe ich mal, dass die Kackenergie endlich mal ausreicht hier. Weil langsam wird hier der Platz echt knapp. So, das das Hightech-Zentrum. Nee. Ja gut, dann lass es. Dann lass es einfach. So. Ich brauche wieder Energie, ne? Ja, das ist so nervig, wirklich. Der ganzen Energie. Brauche ich eigentlich auch noch... Da unten ist wieder was. Ah ja, okay. Du kommst hier nicht rein. Ich habe hier abgeriegelt. Außenposten, ja. So. Das bringt doch nichts. Hör doch mal auf, das ist kindisch. So. Uff. Alles klar. So. Dann. Hightech-Zentrum. Forschungszentrum, genau. X-Forschungszentrum. Das kann ich ja auch nirgends hinbauen, ne? Der Platz reicht nur für eine Waffenfabrik. Schade, Leute. Das ist schade. Aber erstmal nichts zu ändern. Ja. Gut, da kommt wieder was. Ah, okay. Parader. Pff. Dass ich nicht lache, Leute. Wirklich. Wie süß. Mini-Panzer. Ja, okay. Dann bauen wir das X-Forschungszentrum. Und dann fange ich nämlich an mit Raketenpanzern. Jawohl, Leute. So, dann. Die Wüstentruppen. Nein! Lass doch die Wüstentruppen in Ruhe. Mensch. Uff. Der will auf meinen Sammler, okay. Krass, Leute. Schon krass, ja. So. Uff. Ah. So, okay. Oh, geile Mucke. Keiner. Kein Sammler von mir. Sehr gut. Und Raketenpanzer. Los. Auch wenn sie 900 kosten, scheißegal. Raketenpanzer, Leute. Gut. Da kommt eine Wüstentruppe. Kannst du direkt mal platt fahren, ja? Fahr den direkt mal kaputt. So. Einfach drüber fahren, ganz gemütlich. Ah. Verdammt. So, jetzt aber. Ja, sehr gut. Alles klar, dann mache ich hier noch ein paar Türme hin. Nein. Betonplatten. Los. Und ihr repariert euch mal bitte. Raketenpanzer, geil. Sehr schön. Gut. So. Warte ich die Reparaturen ab. Ach du Heilige, das kostet ganz schön viel, die zu reparieren, ne? Ah ja, Leute. Da klingelt meine Uhr. Das heißt, die Folge ist vorbei, Leute. ja. Dann würde ich mal sagen, Freunde, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Wie es hier weitergeht, wie wir unsere Armee aufbauen und den Gegner platt machen, sehen wir in der nächsten Folge, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss.